Nach der Verbeugung machen beide Schritte aufeinander zu. Uke versucht, Tori noch am Oberkörper zu fassen. Da duckt sich Tori nach unten mit einem Ausfallschritt nach vorne rechts weg. Tori fasst von außen mit der linken Hand nach Ukes rechter Ferse und zieht sie zu sich heran. Dabei drückt Tori gleichzeitig mit der rechten Hand Innenfläche Uke im Bereich des Brustbeins nach hinten.